Wusstet ihr, dass fast 90% aller OLED-Displays in Smartphones von Samsung hergestellt werden? Alleine 2023 haben sie über 260 Millionen Displays produziert und an die bekanntesten Hersteller geliefert. Wenn ihr dieses Video hier gerade auf einem Smartphone mit OLED-Display schaut, ist die Wahrscheinlichkeit also sehr hoch, dass es ebenfalls von Samsung hergestellt wurde. Samsung gehörte mit zu den ersten Herstellern, die überhaupt OLED-Displays produziert haben, und umso überraschender kam es dann, als sie 2015 die Entscheidung getroffen haben, keine OLED-Fernseher mehr zu produzieren, um sich voll auf den Smartphone-Markt zu konzentrieren. Nach all den Jahren kam dann aber die Kehrtwende und 2022 haben sie sich dazu entschlossen, wieder eigene OLED-Fernseher anzubieten und ihr neuestes Modell, den S90C mit 65 Zoll und OLED-Display, den haben sie mir zum Testen ins Studio geschickt. Ein großes Dankeschön geht also raus an Samsung, ohne die wäre dieses Video nämlich nicht möglich gewesen, und ich möchte mal rausfinden, ob sie konkurrenzfähig sind und wie meine Eindrücke sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Sprechen wir zuerst mal über das Design, denn ich kenne keinen anderen Fernseher, wo mich der Anblick so begeistert hat. Dieser Fernseher ist so unfassbar dünn, es sind gerade mal 5 mm und da stelle ich mir die Frage, wenn ich diesen Fernseher anschaue, wo passt da überhaupt noch die Technik rein? Der Rahmen und die Rückseite sind übrigens aus Metall, ebenso wie die Abdeckung vom Standfuß. Und wo wir schon dabei sind, die Beine werden mit einem einfachen Klick ohne Schrauben montiert. Nur eine gescheite Kabelführung, die habe ich hier ehrlich gesagt vermisst. Bei vielen anderen Herstellern gibt es sowas und bei dem sonst so cleanen Design hätte ich das schon sehr passend gefunden. Schön finde ich, dass Samsung das Logo nur ganz klein und dezent auf der Unterkante rechts platziert hat und dass es keine nervige Status-LED gibt. Denn wenn der Fernseher eingeschaltet ist, dann sehe ich das ja offensichtlich am Bildschirm selbst. Der Fernseher ist nahezu direkt einsatzbereit, nachdem man auf den einen Ausschalter der Fernbedienung gedrückt hat. Was man aber auch sieht, ist, wie unglaublich dünn die Displayränder sind. Knapp 9 mm sind es ringsherum, unten ist der Rand etwas dicker, aber so insgesamt, wenn ich den Fernseher betrachte, dann bin ich einfach vom Anblick beeindruckt. Während meines Tests habe ich auf dem TV YouTube-Videos geschaut, Serien gestreamt und ich habe meine Xbox angeschlossen, um zu zocken. Aber zum Thema Gaming komme ich gleich nochmal separat, weil dazu gibt es auch einiges zu erzählen. Obwohl Samsung lange Zeit keine OLED-Fernseher gebaut hat, merkt man, dass sie in dem Bereich trotzdem eine ganze Menge Erfahrung durch die Smartphone-Displays haben. Gerade die Kombination von OLED und der Quantum-Dot-Technik sorgt dafür, dass das Bild richtig kräftig und trotzdem natürlich wirkt. OLED ist ja sowieso bekannt für die starken Kontraste und echtes Schwarz, weil jeder Pixel selbst leuchtet. Die Quantum-Dot-Technik sorgt dann aber dafür, dass auch die Farben unverfälscht rüberkommen. Das zusammen mit einer ordentlichen Helligkeit, echtem HDR und guten Blickwinkeln sorgt einfach dafür, dass man ein richtig gutes Gesamtpaket hat. Es gibt eine ganze Menge vorgefertigte Modi für die Bilddarstellung. Man kann aber auch alles selbst so modifizieren, wie man das möchte, um das Bild eher besonders knackig oder wie im Kino sehr realistisch aussehen zu lassen. Das Thema Ton ist bei einem Fernseher immer schwierig. Auf der einen Seite möchte man natürlich gute integrierte Lautsprecher haben, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man das beste Ergebnis sowieso nur bekommt, wenn man eine externe Anlage anschließt. Samsung hat sich aber schon viel Mühe gegeben, das Maximum rauszuholen. Besonders für einen so dünnen Fernseher finde ich die Lautsprecher mit Dolby Atmos schon sehr ordentlich. Trotzdem würde ich nach wie vor jedem empfehlen, der richtig ins Kinoerlebnis eintauchen möchte, eine externe Anlage anzuschließen, weil die klingt einfach um Welten besser. Die Lautsprecher können Objekte, die sich im Bild bewegen, verfolgen und passen den Ton dahingehend an, damit man das Maximum rausholen kann. Ich konnte aber außerdem auch noch die Samsung Q-Soundbar HWQ935C. Samsung, könnt ihr euch bitte mal ordentlich den Namen überlegen, das ist ziemlich kompliziert. Die konnte ich testen. Cool ist, dass Soundbar und Fernseher zusammenspielen und beide Geräte den Ton aufeinander abstimmen und gleichzeitig wiedergeben. Jetzt aber mal zum Punkt Gaming, denn dieser Fernseher hat einen extra Modus, der das Maximum rausholt, wenn man zocken möchte. Die Latenz wird auf das Minimum reduziert. Das User-Interface passt sich so an, dass man alle nötigen Settings hat, die man zum Zocken braucht, und die Bildwiederholrate wird auf das Maximum erhöht. Mit einem Gaming-PC und den richtigen
richtigen verbauten Grafikkarten kann man in 4K mit bis zu 144 Hertz zocken, was einfach nur richtig geil ist. Ich persönlich konnte das Ganze nur mit meiner Xbox Series X ausprobieren. 120 Hertz sind aber auch schon flüssig genug und es macht eine ganze Menge Spaß. Ich bin ja ein bisschen Racing-verrückt und deswegen habe ich mir Anfang des Jahres ein ganzes Sim-Racing-Setup gekauft, damit ich ein paar Runden Formel 1 fahren kann oder auch in Forza mit den verrücktesten Autos durch die Landschaft ballern kann. Beides habe ich natürlich auch hier ausprobiert und konnte wirklich spüren, dass die Latenz beim Spielen richtig gut ist. Zwischen dem Einlenken und dem Bild, das auf dem TV angezeigt wird, gibt es nahezu keine Verzögerung, was in Situationen, wo man sehr schnell und spontan reagieren muss, echt Gold wert ist. Und die Präzision, mit der man fahren kann, die wird ebenfalls besser. Ich will nicht übertreiben, aber nachdem der Fernseher fertig aufgebaut war, da musste ich natürlich den Simulator ausprobieren, hab Formel 1 gestartet und bin Monaco gefahren und in der zweiten Runde habe ich meine Bestzeit einfach schon um knapp 3/10 verbessert. Der Gaming-Modus bringt aber auch seine Vorteile, selbst wenn ihr gar keine eigene Konsole habt, denn ihr könnt darüber Gaming-Dienste wie zum Beispiel Xbox Cloud Gaming oder GeForce Now benutzen. Positiv aufgefallen ist mir, dass die Fernbedienung im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen schön kompakt ist und viel mehr auf die heutige Nutzung von so einem High-End-TV ausgelegt ist. Nur das Plastik, das fühlt sich so okay an. Ich glaube, es wäre nicht viel teurer gewesen, da zum Beispiel Aluminium zu verwenden, aber es hätte sich viel hochwertiger angefühlt und die Fernbedienung ist so das Einzige, was man im normalen Alltag vom Fernseher wirklich mit der Hand berührt und was dann dementsprechend so ein bisschen das Premium-Feeling verändert. Neben dem einen Ausschalter gibt es die Steuerungstasten, Shortcuts für die wichtigsten Streaming-Plattformen, Lautstärke und Senderwechsel sowie den Knopf für den Sprachassistenten. Einen Knopf für jede Zahl und TV-Dienste gibt es zum Glück nicht. Auch sehr gut gefällt mir, dass die Fernbedienung über USB-C aufgeladen wird und ihr keine nervigen Batterien wechseln müsst und auf der Rückseite gibt es sogar ein kleines Solarfeld, was theoretisch die Fernbedienung auch aufladen kann, ohne dass ihr sie anstecken müsst. Die Software selbst finde ich sehr aufgeräumt und leicht zu bedienen, auch gab es nie lange Ladezeiten oder Ruckler und alle Apps, die ich mir von einem Smart TV wünschen könnte, die sind auch verfügbar. Nur die fehlende Chromecast-Unterstützung fand ich stellenweise echt nervig. Konkurrenzprodukte unterstützen diese Features in der Regel und das hätte ich mir hier eben auch gewünscht. Davon abgesehen muss ich sagen, ist Samsung definitiv konkurrenzfähig und wenn es um die Bildqualität geht, da sehe ich sie sogar ganz vorne. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Den Link zum Fernseher und der Soundbar findet ihr unten in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal und schaut beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbei. Bis dahin. Ciao.